Jetzt wollen noch mehr Instrumente mitspielen. Da kommt zum Beispiel der Basti mit seiner Blockflöte. Aha, also ich ahne schon was. Ich mache mal gleich zwei weitere Kopien. Ich gehe hier auf System, System duplizieren und lege Duplikate an von der Klarinette in A und nochmal von der Klarinette in A. Und ich erkläre auch gleich, was das für einen Sinn hat. Ich gehe wieder auf System und auf Einstellungen. Jetzt haben wir hier oben, erstes System ist Gesang, zweites System ist jetzt Klarinette in A. Das ändern wir aber. Instrument ändern und sagen hier Holzbläser, das soll eine Sopranblockflöte sein. Und die dritte Zeile, das soll eine Klarinette in A, ja gut, die lassen wir. Und die vierte, die ändern wir auch. Instrument ändern. Holzbläser haben wir schon. Jetzt suchen wir die Klarinetten. Und hier haben wir die Klarinette in B. Okay, okay. So, warum habe ich das jetzt gemacht? Wir sehen jetzt in den ersten zwei Zeilen die nicht transponierenden Instrumente. Die sind also so notiert, wie sie auch klingen. Bei Gesang ist das klar. Und die Sopranblockflöte, die kann natürlich auch, die ist auch kein transponierendes Instrument. Die Klarinette in A, die hatten wir schon. Und jetzt ist die Klarinette in B noch dazu gekommen. Und das habe ich zu Demonstrationszwecken gemacht. Die Clara ist nämlich sehr gut ausgerüstet. Die hat immer ihre A-Klarinette und ihre B-Klarinette dabei. Da können wir uns drauf verlassen. Die findet eine Möglichkeit. Wir müssen sehen, dass wir dem Basti mit seiner Sopranblockflöte helfen. A-Dur ist natürlich für den unheimlich schwierig. Andererseits sehen wir, dass für die Klarinette in B diese Tonart auch sehr mit Problemen behaftet ist, ein bisschen schwierig zu spielen mit fünf Kreuzen. So, was machen wir jetzt? Wir haben A-Dur und wir wollen jetzt für die Sopranblockflöte entweder nach G-Dur mit einem Kreuz oder nach F-Dur mit einem B. Gehen wir mal erst nach G-Dur mit einem Kreuz. Und zwar hier oben Stück transponieren. Jetzt sind wir bei A und dann gehen wir runter und so sind wir bei G. Aha. Das wäre jetzt für die Sopranblockflöte zumutbar. Die Klarinette in B, die kommt ein bisschen schlecht weg bei der Geschichte. Die Klarinette in A passt auch nicht richtig. Wir machen noch eine Probe und gehen nochmal auf Stück und transponieren noch weiter nach unten und haben jetzt F-Dur. Okay, und wie sieht's nun aus? F-Dur mit einem B. Das kann der Basti auf seiner Sopranblockflöte gut blasen. Klarinette in A, die legt die Clara am besten gleich wieder in den Koffer und nimmt ihre B-Klarinette, dann hat sie ein Kreuz. So, und das wollte ich zeigen. Hier wird so richtig deutlich, wie das mit den transponierenden und nicht transponierenden Instrumenten ist. Die Klarinette in A, die können wir gleich wieder löschen. Da gehen wir hier auf System, Einstellungen und hier haben wir die Klarinette in A im dritten System und das sagen wir Instrument löschen. Da oben steht es ja. Löschen. Okay, jetzt ist er raus. Jetzt haben wir die Klarinette in B nur drin. So, ja, das war das, was ich zeigen wollte. Aber es geht noch weiter. Jetzt kommt die Gitte mit ihrer Gitarre. Und die sagt, also so gut bin ich noch nicht mit den Buchstaben, da weiß ich immer nicht Bescheid. Ich hätte gerne die Griffsymbole.
Das kann sie haben. Dafür markieren wir das System von dem Keyboard. System, Stimmen markieren, diese hier. Und jetzt fragen wir wieder, was kann man da machen mit der Auswahl? Das erstmal hier wegmachen. Was kann man da machen mit der Auswahl? Andere Funktionen, Akkorde, Akkorde in Griffbilder umwandeln. Das ist die richtige Geschichte, das wollen wir haben. Wir klicken Escape, um diese Markierung aufzuheben. Und jetzt sehen wir, da oben wird es eng. Umschalt halten und diese Zeile runterziehen. Jawohl, für alle so. Und da haben wir schöne Abstände. Und so ist das schon ganz gut brauchbar. Und jetzt können wir daran gehen, die Einzelstimmenauszüge zu machen. Einzelstimmenauszüge kann man mit Primus Standard machen, aber es ist ein bisschen umständlich. Wenn man hier zum Beispiel Systemeinstellungen, dann kann ich ja einzelne Systeme löschen. Hier habe ich die Löschfunktion. Ich mache das jetzt nicht, ich will es nur zeigen. Und da lasse ich dann immer bloß eins übrig und drucke dann das eine aus. Ist aber ein bisschen umständlich und vor allen Dingen ist es gefährlich, weil ich ganz, ganz scharf aufpassen muss, dass ich mir nicht die Datei der kompletten Partitur zerstöre. Also das geht dann mit Publisher sehr viel eleganter und das behandeln wir im nächsten Kapitel. Musik.